Klo und Dusche. Das geht hier quasi durch. Und? 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 Zack. Schon kommt's raus. Super geil. Was für Build und Ceiling. Ja, ja, ist mir schon klar. Was wir platzieren ist dann dahin. Okay. Bisher ist noch keiner gestorben hier in dieser Kolonie. Die Kolonie läuft friedlich, freundlich. Wir haben keinen Stress. Ich habe allerdings jetzt Essensprobleme. Das muss ich jetzt irgendwie gebacken kriegen. Und, ich frage mich, warum hier CO2 ist. Ich muss Sauerstoff generieren. Etwas mehr. Wir haben ein bisschen Sauerstoffprobleme. Und ich muss, da guck mal, da ist so ein Vieh. Da ist so ein Vieh. Wirklich, ich sag dir, das war tatsächlich in meiner alten Kolonie wirklich so. Einer hat gekotzt, ja, dann liegt das ist, Kotze ist polluted water, ja. Wenn sie durch polluted water laufen, werden sie wieder gestresst. Ja, das heißt, wenn sie überall hingekotzt haben, hatte ich keine Leute mehr, die das aufwischen konnten, ja. Und so war ein ganzer Kreislauf. Ich konnte einfach nichts mehr machen. Die Kolonie war down. Ich konnte nichts mehr machen. Jetzt habe ich es tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen besser geplant. Ein bisschen besser geplant zumindest. Zumindest haben wir jetzt, mir ging auch, ach Quatsch, keine Leiter. Mir ging das letzte Mal auch die Algen aus. Das Problem ist halt, wenn man keine Algen hat, kann man keinen Sauerstoff produzieren. Außer man nimmt hier irgendwie so ein Converter, ja, so ein Electrolyzer zum Beispiel. Dazu brauche ich aber erst Wasserstoff. Brauche ich Wasser, genau, dazu brauche ich Wasser. Und dann muss ich den Wasserstoff, der daraus entsteht, irgendwo hinleiten. Den muss ich wiederum filtern, beziehungsweise verwenden, um Strom zu erzeugen. Ja, und so muss man es alles verwenden, um irgendwelche Abfallprodukte eventuell zu vermeiden. Oder so wie hier, das Ganze. Hier ist nicht viel Sauerstoff. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hier ist viel Sauerstoff. Ich glaube, ich muss langsam anfangen. Langsam anfangen, wirklich einen Hydrogen Generator zu bauen. Beziehungsweise eine Elektrolyse zu bauen. Nur wo baue ich den hin? Wo baue ich den Elektrolyse hin? Wo baue ich den hin? Theoretisch muss der im Wasser stehen? Nein, muss nicht im Wasser stehen. Das heißt, ich könnte, wenn ich den hier hinpacke. Wenn ich den da hinpacke. Okay, pass mal auf. Ich warte jetzt, bis sie das fertig bauen. Und dann packe ich mal den Elektrolyse dahin. Und versuche. Ist auch bescheuert. Das ist auch bescheuert. Weil ich dann das Hydrogen habe. Das nervt. Das nervt voll. Mann. Da muss ich das hier irgendwie gebacken kriegen. Dann muss ich irgendwie was finden, wo ich mein Hydrogen reinleite. Hydrogen ist Wasserstoff. Wasserstoff geht nach oben. Wasserstoff zieht nach oben. Moment, Wasserstoff zieht nach oben. Schaffe ich es irgendwie so zu platzieren, dass ich hier so eine Wasserstoffblase machen kann? Schwierig, schwierig. Außer ich würde es irgendwo hier oben fangen. Könnte ich auch machen. Ist auch kein Problem. Komm, wir machen das mal. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das jetzt wirklich braucht, effektiv. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Scheiß drauf, ich probier's aus. Copper Ore haben wir noch? 11 Tonnen, sehr schön. Außerdem haben wir hier noch genügend Copper. Passt auch. Wie gesagt, im letzten Spiel ging mir Copper aus, da ging mir echt alles aus. Ja, alles, durch die Bank. Aber jetzt, toi toi toi, ich habe ein leichtes Gefühl, das läuft ziemlich gut. Gerade. Vor allem macht's voll Spaß. Außerdem, dass ich kein Essen habe. Yeah. Ich meine, je größer man wird, desto mehr Aufgaben müssen die Klone natürlich machen, ja? Die müssen überall bauen, die müssen überall Sachen beliefern. Zwei Klone fallen komplett weg, weil sie kochen. Dann habe ich noch einen Klon, der nur forscht. Ja, und der Rest ist noch da, um irgendwelche Sachen aufzuwischen und irgendwo was zu bauen. Also, es zieht sich jetzt schon ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich schauen, dass ich jetzt demnächst den Sauerstoff reinkriege. Und zwar gewaltig. Meine Güte, unbreathable. Hier oben auch, hier ist auch kein Sauerstoff. Eieieiei. Temperatur passt. Hier hat es 25 Grad. Gut, da ist auch 27 Grad. Okay, da ist auch. Da ist ja auch mein Kohlegenerator drin. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Nur ist halt mehr Physik drin und weniger Zufallsevents. Aber es ist noch Early Access. Also es ist noch nicht fertig, das Game. Und im Hauptmenü siehst du so einen kleinen Balken, da steht dran, wann das nächste Update kommt. Das nächste Update kommt in, ich glaube, 6 Tagen und 3 Wochen. 3 Wochen und 6 Tagen, glaube ich. 3 Wochen und 6 Tagen. Bin mir ziemlich sicher. Building Lex Resources. Alrighty. Okay, endlich wird das fertig gemacht. Die Steine fallen natürlich auch runter oder Sand fällt runter. Also es ist wirklich ziemlich gut simuliert. Und mich würde echt interessieren, ich meine, jedes Gas hat ein unterschiedliches Verhalten. Ja, es gibt leichte Gase, es gibt schwere Gase, ja. Es gibt Verdrängung, es gibt Druck, es gibt Wasser, es gibt Wasser, das gepumpt werden muss und so weiter. Das muss ja alles irgendwie berechnet werden. Und es ist krass. Ist krass, wie schnell das läuft und wie halt einfach, ja, weiß ich nicht. Läuft einfach. Wieso packen die das nicht da rein? Weil sie was Besseres zu tun haben. Ja, macht nichts. Macht nichts. Wir warten jetzt erstmal ab, bis sie hier fertig sind, meine 3 Leute. Oh, ich habe hier gar kein. Ich habe hier gar kein Teil. Apropos Teil. So, passt. Außerdem brauchen wir hier eine Tür. Dann haben wir nämlich wieder einen neuen Raum. Oh, und hier passt auch was nicht. Das muss ich auch noch wegpacken und dann muss ich auch eine Leiter packen. So. Packen, packen, packen. Noch öfter packen sagen. Tschakka. Ja, das hätte ich dran lassen können, nicht Knallkopf. Und der Elektrolyse, den muss ich wieder wegmachen, weil ich den falsch platziert habe. Wobei, ist egal. Das ist egal, den lasse ich da. Okay, no wire connected, no liquid. Nein, 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 stopp, 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 nicht abbrechen. So, Power. Erstmal brauchen wir Strom für den. Es gibt auch Narkoleptiker, ja? Die haben quasi alle ihre Traits. Was ist ein Narkoleptiker? Der schläft einfach mittendrin ein. Was hat Ellie? Ellie ist zum Beispiel Caregiver. Kann nicht konstruieren und hat Nudelarme. ja, und so hat jeder halt seinen eigenen Trait. Hier, ich habe mich diesmal auch selbst auf Wunsch von Haye benannt. Ich bin Early Bird, ja, und bin Stressesser und ich kann auch nicht bauen. Also auch alles positiv und negativ, das Ganze. Ah, jetzt ja, genau, das wollte ich mal. Strom. Drauf. Stromkabel muss man natürlich auch in der Wand verlegen, weil sonst, sonst wirkt sich das wieder auf Stresslevel auf, weil der Dekor wieder fehlt und so weiter. Was hast du? Bob ist ein Early Bird, steht früh auf. Du isst mehr als alle anderen, weil du ein bottomless stomach hast, also einen Magen ohne Boden. Und du bist destruktiv. Das heißt, du kannst keine Maschinen reparieren. Sie erwarten auch eine bestimmte Essensqualität. Wenn sie keine bestimmte Essensqualität haben, werden sie gestresst. Ja, sie erwarten Dekor und Essen. Das ist echt. So, pass auf. Strom. Okay, Strom ist angeschlossen. Jetzt, ich brauche Wasser. Theoretisch könnte ich eine Wasserpumpe hier unten machen. Theoretisch. Frage ist, macht es Sinn? Macht es Sinn oder macht es lieber Sinn hier? Pipe blocked? Wieso Pipe blocked? Wie Pipe blocked? So, wahrscheinlich, weil nur dann was läuft. Genau, guck mal, da ist der Dreck. Hast du ihn gesehen? Hier. Klo und Dusche. Das geht hier quasi durch. Und. Zack. Schon kommt's raus. Super geil. Super geil. Und wir können 9 Replikanten. Ja. Wir haben 9. 9 Stück. Ich nehme doch gerne wieder ein. Das ist nicht so wie bei RimWorld. Das ist tatsächlich Small Bladder. Okay, da muss. Super. Nudelarms. Oh, das sind natürlich nicht so tolle. Bodybuilder, der minus 5 Movement Speed hat. Gefällt mir nicht so ganz. Dann lieber Cooking und Digging. Der hat Maulwurfhände. Den nehme ich. So, was wollte ich erzählen? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Ist egal. Jetzt ist wieder Nacht, deswegen ist hier so dunkel. Wir schauen die Reports nochmal an von gestern.
Wir haben 30 Kilo mehr Sauerstoff produziert wie verbraucht. Das ist. Nein, doch verbraucht. 30 Kilogramm mehr verbraucht. Nein, mehr produziert. Doch, tatsächlich. Mehr produziert als verbraucht. Okay, das passt. Stress ist runtergegangen. Ziemlich. Minus 121%. 121% deswegen, weil die ja während des Tages auch Stress bekommen und dann wieder Stress verlieren und so weiter. Aber viel cooler ist, ich kann jetzt Bilder malen. Scheiße, ich kann Bilder malen. Und es bedeutet, jeder meiner tollen Duplikanten bekommt hier oben so ein Bild hin. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert und die kommen dahin. Aber ich glaube schon. Ich glaube, die kommen dahin. Ja, die kommen dahin. Oder? Ist das ein Sandstone? Muss ich das sagen? Granit. Oh, stopp. Moment. Ich kann da Granit machen? Moment. Ich kann Granit machen. Moment, kurz sweepen. Ich brauche übrigens auch langsam ein zweites Lager. Mein Lager wird verdammt voll. So, also nochmal. Dekor. Man kann auch in den verschiedenen Materialien, wie du gesehen hast, bauen. Ja, ich kann aus Obsidian bauen. Ja, ich kann es aus Ingenious Rock, was auch immer. Aus Granit und aus Sandstone machen. Granit hat aber Dekor plus 20%. Das heißt, ich baue es aus Granit. Ein Bild aus Granit. Sehr gut. So, passt. Food Shortage. Ja, das nervt mich so ein bisschen. Habe ich keinen Strom? No power. Wasser habe ich noch ein bisschen. Coal habe ich auch noch. Strom für einen Generator. 9,7 Tonnen Algen, das ist okay. 102 Tonnen Dirt. 600 Kilo Fertilizer. Nur Essen fehlt nach wie vor. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller jetzt. Dann growing. Domestic Growth. 3 Cycles. 3 Tage, bis die voll sind. Was bekomme ich dann? Dann bekomme ich wie viel raus? Hier steht's. 800 Kalorien. Aber vom Meal Lice kann ich Lice Loaf machen. Und Lice Loaf hat wiederum 1000 Kalorien. Okay, kann ich das vielleicht priorisieren? Würde der dann... Macht er das dann gar nicht? Ich glaube, der macht es dann gar nicht. Scheiße. Dann muss ich das erstmal dauerhaft machen. Vielleicht brauche ich auch nochmal einen zweiten. Ja, das in Wimbledon passiert das tatsächlich. Aber pass mal auf. Das ist nämlich das Allercoolste. Erstmal die Animation, wie die das machen. Ja. Und dann pass auf. Okay, es dauert ein bisschen. Du kommst dann halt das Kunstwerk anschauen. Das ist super geil. Super geil. So, also hier ist tatsächlich unbreathable. Das passt. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Warum ist hier so viel CO2? Wie kriege ich das CO2 weg? Müsste vielleicht doch nochmal ein Eigenterrarium einfach mal hinstellen. Hier und hier. Da habe ich schon eins. Das ist egal. Dann brauche ich da keins. Innen, hier. Hier im Gang könnte ich eins hinstellen. Lass ich aber jetzt. Ist egal, komm. Was können wir noch researchen? Medical Research brauche ich nicht. Pressure Management. Okay. Airflow Tile. Used as floor and wall tile. Okay, without obstructing gas. Okay. Okay. Hier kann ich Kleidung machen. Mit Kleidung kann ich mich schützen vor Wärme. Hydroponic Farm. Oh. Must be irrigated through liquid piping. Hydroponic Farm. Okay. Animal Control. Traps. Ach du Scheiße. Okay. Also, Hydroponic Farm ist sehr gut. Das heißt, ich muss die nicht mehr bewässern, sondern ich kann das Wasser hernehmen und verwenden. Das ist super. Achso, das brauche ich noch. Elektrolyse brauche ich noch. Liquid Filter.
Er produziert jetzt was? Oxygen und Hydrogen, okay. Das heißt, ich leite da jetzt Wasser rein. Ich muss immer noch schauen, wo ich die Pumpe platziere, richtig. Ich würde sagen, hier, scheiß drauf, ich platziere hier die Pumpe. Scheiß drauf. Und wir lassen das erstmal. Brauche ich noch ein Waschbecken? Das ist halt die Frage. Reicht es nicht? Schauer. Ich probiere das jetzt mal, ob ich das vielleicht weglöschen kann. Das Problem ist, es gibt hier verschiedene Räume. Wenn man bestimmte Art von Gegenständen in den gleichen Raum reinpackt, dann bekommt man da Boni und irgend sonst was. Messhall brauche ich auch noch. Ich habe immer noch nichts, wo ich essen kann. Würde ich hier machen. Food. Micromasher Farmteil. Wo ist Messhall? Ich glaube, es ist Furniture. Mess Table. Mess Table? Ist Mess Table? Farmteil. Mess Table. Okay. Provides an Eating Area. Zack. 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 Wie groß darf der sein? Die Messehalle? 64 Tiles. Okay, das sind 56 Tiles. Das heißt, ich muss wahrscheinlich abtrennen. Ich muss zwei Messhalls machen. Oder wir müssen einfach nicht alle. Guck mal, die Lampe brennt jetzt auch. Das passt. Wasser brauchen wir halt da. Okay, also das funktioniert nicht. Also warte ich lieber, bis ich meine Hydroponik-Tiles habe. Also sage ich hier erstmal Cancel und sage vorerst Mealwood, Cancel, Mealwood, Uproot, Cancel, Mealwood, Cancel, Mealwood. Das Problem ist natürlich, wenn ich kein Essen habe, dann nehmen die natürlich Mealwood her, ja? Um was zu essen. Obwohl ich es eigentlich besser verarbeiten sollte. Okay, ich brauche nur noch Wasser. Wasser. Liquid Pipe. Hier habe ich Wasser. Theoretisch müsste es funktionieren. So. Chaka. Das heißt, wenn es fertig ist. Guck, hier übrigens das Bild. Hier das Bild. Ein Bild davon. Okay. Ich reiße es mal wieder ab. Und ich lasse es einfach mal stehen. Es gibt nämlich mehrere unterschiedliche Bilder. Ja? Je größer der Künstler ist, also je besser der Künstler ist, desto besser macht er das auch. Aber wir haben hier noch einen Job. Job-Ding in Stonehenge. Das ist wie ein RimWorld auch. Ja, das ist wie ein RimWorld auch. Das heißt, man kann einfach sagen, welche Leute bestimmte Sachen machen. Ich habe hier irgendwo. Wo ist denn mein Artist hier? Wieso machen alle anderen stoppen das nicht? So, die müssen nämlich alle kein Art machen. Wenn dann nur Ellie. Egal. Wenn dann nur. Ari. Genau, Art ist Kunst. Richtig. Genau, richtig. Das entspricht genau Kunst in RimWorld. So, passt. Wenn derjenige dann Zeit hat, dann macht er das. Wie sieht es aus mit Sauerstoff? Schlecht. Ganz schlecht. Oben kann man kaum atmen. Oben kann man kaum atmen, Mann! Ich muss da durchgraben. So sieht's aus. Ich muss da durchgraben und muss hier wieder Platz machen, dass das CO2 hier einen Fluss hier runter hat. Ich glaube, das macht Sinn. Hier, und schon wird Wasserstoff produziert. Das hoffentlich nicht explodiert. Weil Knallgas. Ist das geil? Ist das geil? Und schon, was produziert der jetzt? Der produziert wie viel? Oh, Consumer. Die Energy ist mir egal. Der produziert jetzt wie viel? Emitting Oxygen. 296 Gramm pro Sekunde. Okay. Er spaltet quasi das Wasser auf. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie sehr das da oben, also wie sehr ich was davon habe. Ja, wie schnell sich das Wasser hier leert. Wie schnell sich das füllt. Wie schnell ich es filtern kann und wieder hier oben einleiten kann. Und wir machen einfach noch eine zweite Pumpe später. Wäre ja auch eine Idee. So, ich habe schon wieder viel zu viele Tätigkeiten, was alle Leute machen.
Max Gas Pressure. Oh. Oh. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Max Gas Pressure. Das heißt, es drückt hier nicht nach oben. Oder wenn, dann nur ganz langsam. Kann ich nicht Sauerstoff? Ich könnte Sauerstoff nach oben verlegen. Und zwar hierhin. Hierhin zum Beispiel. Pass mal auf. Das ist eine gute Idee. Ich mache hier mal zu. Mit einer pneumatischen Türe. Aber ist egal. Okay, pass auf. Wir machen das so. Und machen hier ein Gasvent. Und machen Dekor minus 10. Okay, das heißt, wir machen... Eigentlich müssen wir hier Gasvents machen. Innen drin, weil da stört mich das Dekor nicht. Okay, und dann muss ich die verbinden. Oh, das wird funktioniert, ja. Dann fresse ich einen Besen. Zacka. Zacka. Ihr müsst jetzt theoretisch den Sauerstoff, der hier ja zu viel ist, nach oben pumpen, weil ja der maximale Druck erreicht ist vom Sauerstoff. Mann. Liquid Pump, okay. Müsste jetzt immer nur beim Pipe Block dran stehen, verstehe ich nicht. Pipe System is not serviceable. Achso, da kommt keiner hin, ja, das muss aber auch keiner. Ist das jetzt noch ein Bad? Ja, sehr schön. Das heißt, Shower und Toilette reicht. Sehr gut. Looted Water. Sweep. Okay, super. Super. Der 2 wird natürlich immer mehr, weil ich hier Kohle verbrenne. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Nur noch Food Shortage. Weißt du, wie lange braucht denn das noch? 91%. Ah, meine Mess Hall. Cool, das ist auch fertig. Das heißt, das Algenterrarium kann ich wieder entfernen. Das brauche ich nicht. Außerdem brauchen wir hier einen abgetrennten Raum. Das heißt, ich mache hier nochmal ein Messtable hin. Und nochmal einen mit Abstand. Und zwei Felder lasse ich immer frei. Und eine pneumatische Türe. Oh, super, passt. Gut, dann habe ich auf jeden Fall ein Spiel, das ich Mittwoch weiterspielen kann. Es ist zwar... Mittwoch ist immer so der... Desk. Cool. Mittwoch ist immer so der... Privatvorstellungstag. Oder jetzt Donnerstag. Letzte Woche Darkwood. Heute Oxygen Not Included. Wobei es mir gerne Sinn wird, wie es bei Darkwood weitergeht, aber... Was soll das Spiel halt so mal. Hier, guck an. Masterpiece. Masterpiece. Das ist so cool. Dann kann ich die wieder abreißen. Die haben natürlich ein viel... Oh, Moment. Die haben natürlich ein viel höheres Dekor-Rating. Und zwar 24, während es nur 12 hat. Deswegen hier auch Masterpiece. Super geil. Super cool. Ich muss die natürlich wieder abreißen und dann wieder neue hinpacken. Aber solange der Typ mit... Ich hab kein Granit mehr. Mist, wo ist Granit? Wo krieg ich Granit her? Ah, Mist. Obsidian, Moment, Obsidian, Dekor, ich hätte gerne Dekor plus 20, hätte ich gern, wo kriege ich Granit her, das ist Obsidian, Elementary Rock, Gold, Amalgam, Obsidian, Granit, hier ist Granit, Research completed, irgendwo noch Granit stecken. Granitgründliches Sand. Sand, Sandstone, Dirt, Sand. War das nicht filtern? Gibt es hier kein Overlay für das ganze Zeug? Leider nein. Fuck. Kein Granit mehr. Shit. Obsidian. Aber kein Granit. Mann. Okay, ist egal. Dann machen wir was anders. Dann machen wir... Who fucking cares, dann machen wir ein Blank Canvas aus. Aus Sandstone.
Oder wir warten, bis wir wieder Granit haben. Guck mal, lauter Masterpieces. Wie geil. Lauter Masterpieces. Und jetzt die Core-Rating. Bam! 103, 65 und 38. Mega gut, mega gut. Mega gut. Allerdings sind alle meine Leute ständig am irgendwas machen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit wegen Research. Agriculture. Oh, Moment. Das heißt, wir packen die nochmal weg. Das wird natürlich immer sofort gemacht. Immer instant. So, Farm. Hydroponic Farm, genau. Geil. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben sie gerade abgeerntet. Das passt auch. Das heißt, wir haben ein bisschen Lice-Loaf. Also ich kann das canceln. Das erste. Und kann hier jetzt das ersetzen durch Hydroponic Farms. Die funktioniert jetzt 50% schneller. Hoffentlich. Hoffentlich. Rohstoffe habe ich noch genügend, oder? Ich habe noch 7,9 Tonnen Copper. Okay, das passt. Fertilizer habe ich auch noch. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Und da jetzt Wasser reinleiten, oder? So sieht's aus. Oxygen. Könnt ihr mich theoretisch hier hintergraben? Könnt ihr das Polluted Oxygen filtern? Aber was soll's. Das geht jetzt rüber. Ich weiß gar nicht, ob die ein maximales Level haben. So. Ja, das müsste passen. Also ein maximales Level, wo die... Was die Wasser durchlassen können. Ich meine, das ist jetzt eine Pumpe. Weiß nicht, wie viel das transportieren kann. Steht das hier irgendwo? Wenn im Worst Case gehe ich halt runter. Scheiß drauf. Brauche ich jetzt noch für irgendwas Wasser? Nein. Ich brauche jetzt für nichts mehr Wasser. Ich brauche tatsächlich für nichts mehr Wasser. Weil die Hydroponic Farms gehen mit... Doch, ich brauche für Microbe Masher brauche ich es noch. Oh, Mist, jetzt habe ich schon abgerissen. Ich Esel. Dann bauen wir halt wieder hin. Ist egal. Unreachable Food, von wegen. Okay. Okay, ich würde sagen, für den ersten Abend gar nicht schlecht. Ich nehme mir mal für nächste Woche vor, dass ich da irgendwie mal rauskomme aus meinem Nest. Ich brauche Granit am besten. Und ich brauche vielleicht Wasserversorgung und ich würde gerne irgendwie das CO2 verarbeiten. Aber das Ganze sehen wir dann nächste Woche. Stresslevel passt, Immunsystem passt, neuen Population, Essen haben wir nicht, aber das kommt noch. In diesem Sinne sage ich gute Nacht, hau rein Nightplayer und auch an alle anderen, die noch zugucken auf YouTube. Macht es gut und ciao, ciao. Sandstone, Dirt, Sand. War das nicht filtern? Gibt es hier kein Overlay für das ganze Zeug? Leider nein. Fuck. Kein Granit mehr. Shit. Obsidian, Obsidian, Obsidian. Aber kein Granit. Mann. Okay, ist egal. Dann machen wir was anders. Dann machen wir... Who fucking cares? Dann machen wir ein Blank Canvas aus. Aus Sandstone. Oder wir warten, bis wir wieder Granit haben. Guck mal, lauter Masterpieces. Wie geil. Lauter Masterpieces. Und jetzt die Core-Rating. Bam! 103, 65 und 38. Mega gut, mega gut. Mega gut. Allerdings sind alle meine Leute ständig am irgendwas machen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit wegen Research. Agriculture. Oh, Moment. Das heißt, wir packen die nochmal weg. Das wird natürlich immer sofort gemacht. Immer instant. So, Farm. Hydroponic Farm, genau. Geil. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben sie gerade abgeerntet. Das passt auch. Das heißt, wir haben ein bisschen Lice-Loaf. Also ich kann das canceln. Das erste. Und kann hier jetzt das ersetzen durch Hydroponic Farms. Die funktioniert jetzt 50% schneller. Hoffentlich, hoffentlich. Rohstoffe habe ich noch genügend, oder? Ich habe noch 7,9 Tonnen Copper. Okay, das passt. Fertilizer habe ich auch noch.
Okay. Cool. Cool, cool, cool. Und da jetzt Wasser reinleiten, oder? So sieht's aus. Oxygen. Könnte ich mich theoretisch hier hintergraben? Könnte das Polluted Oxygen filtern? Aber was soll's. Das geht jetzt rüber. Ich weiß gar nicht, ob die ein maximales Level haben. So. Ja, das müsste passen. Also ein maximales Level, wo die... Was die Wasser durchlassen können. Ich meine, das ist jetzt eine Pumpe. Weiß nicht, wie viel das transportieren kann. Steht das hier irgendwo? Wenn im Worst Case gehe ich halt runter. Scheiß drauf. Brauche ich jetzt noch für irgendwas Wasser? Nein. Ich brauche jetzt für nichts mehr Wasser. Ich brauche tatsächlich für nichts mehr Wasser. Weil die Hydroponic Farms gehen mit... Doch, ich brauche für Microbe Masher brauche ich es noch. Oh, Mist, jetzt habe ich schon abgerissen. Ich Esel. Dann bauen wir halt wieder hin. Ist egal. Unreachable. Bescheuert. Weil ich dann das Hydrogen habe. Das nervt. Das nervt voll. Mann. Da muss ich das hier irgendwie gebacken kriegen. Dann muss ich irgendwie was finden, wo ich mein Hydrogen reinleite. Hydrogen ist Wasserstoff. Wasserstoff geht nach oben. Wasserstoff zieht nach oben. Moment, Wasserstoff zieht nach oben. Kann ich, schaffe ich es irgendwie so zu platzieren, dass ich hier so eine Wasserstoffblase machen kann? Schwierig, schwierig. Außer ich würde es irgendwo hier oben fangen. Könnte ich auch machen. Ist auch kein Problem. Komm, wir machen das mal. Wir machen das mal. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das jetzt wirklich braucht, effektiv. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Scheiß drauf, ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Copper Ore haben wir noch? 11 Tonnen, sehr schön. Außerdem haben wir hier noch genügend Copper. Passt auch. Wie gesagt, im letzten Spiel ging mir Copper aus. Da ging mir echt alles aus. Ja, alles. Durch die Bank. Aber jetzt, toi, toi, toi. Ich habe ein leichtes Gefühl, das läuft ziemlich gut. Gerade. Vor allem macht es voll Spaß. Außerdem, dass ich kein Essen habe. Yeah. Ich meine, je größer man wird, desto mehr Aufgaben müssen die Klone natürlich machen, ja? Die müssen überall bauen, die müssen überall Sachen beliefern. Zwei Klone fallen komplett weg, weil sie kochen. Dann habe ich noch einen Klon, der nur forscht. Ja, und der Rest ist noch da, um irgendwelche Sachen aufzuwischen und irgendwo was zu bauen. Also, es zieht sich jetzt schon ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich schauen, dass ich jetzt demnächst den Sauerstoff reinkriege. Und zwar gewaltig. Meine Güte, unbreathable. Hier oben auch. Hier ist auch kein Sauerstoff. Eieieiei. Temperatur? Passt. Hier hat es 25 Grad. Gut, da ist auch 27 Grad. Okay, da ist auch... Da ist ja auch mein Kohlegenerator drin. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Nur ist halt mehr Physik drin und weniger Zufallsevents. Aber es ist noch Early Access. Also es ist noch nicht fertig, das Game. Und im Hauptmenü siehst du so einen kleinen Balken. Da steht dran, wann das nächste Update kommt. Das nächste Update kommt in, ich glaube, 6 Tagen und 3 Wochen. 3 Wochen und 6 Tagen, glaube ich. 3 Wochen und 6 Tagen. Bin mir ziemlich sicher. Building Lex Resources. Alrighty. Okay, endlich wird das fertig gemacht. Die Steine fallen natürlich auch runter oder Sand fällt runter. Also es ist wirklich ziemlich gut simuliert. Und mich würde echt interessieren, ich meine, jedes Gas hat ein unterschiedliches Verhalten. Ja, es gibt leichte Gase, es gibt schwere Gase, ja. Es gibt Verdrängung, es gibt Druck, es gibt Wasser, es gibt Wasser, das gepumpt werden muss und so weiter. Das muss ja alles irgendwie berechnet werden. Und es ist krass, wie schnell das läuft und wie halt einfach, ja, weiß ich nicht. Who fucking cares, dann mach mal ein Blank Canvas aus. Aus Sandstone. Oder wir warten, bis wir wieder Granit haben. Guck mal, lauter Masterpieces. Wie geil. Lauter Masterpieces. Und jetzt die Core Rating. Bam! 103, 65 und 38. Mega gut, mega gut. Mega gut. Allerdings sind alle meine Leute ständig am irgendwas machen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit wegen Research. Agriculture. Oh, Moment. Das heißt, wir packen die nochmal weg. Das wird natürlich immer sofort gemacht. Immer instant. So, Farm. Hydroponic Farm, genau. Geil. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben sie gerade abgeerntet. Das passt auch.
Das heißt, wir haben ein bisschen Lice-Loaf. Also ich kann das canceln. Das erste. Und kann hier jetzt das ersetzen durch Hydroponic Farms. Die funktioniert jetzt 50% schneller. Hoffentlich, hoffentlich. Rohstoffe habe ich noch genügend, oder? Ich habe noch 7,9 Tonnen Copper. Okay, das passt. Fertilizer habe ich auch noch. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Und da jetzt Wasser reinleiten, oder? So sieht's aus. Oxygen. Könnt ihr mich theoretisch hier hintergraben? Könnt ihr das Polluted Oxygen filtern? Aber was soll's. Das geht jetzt rüber. Ich weiß gar nicht, ob die ein maximales Level haben. So. Ja, das müsste passen. Also ein maximales Level, wo die... Was die Wasser durchlassen können. Ich meine, das ist jetzt eine Pumpe. Weiß nicht, wie viel das transportieren kann. Steht das hier irgendwo? Wenn im Worst Case gehe ich halt runter. Scheiß drauf. Brauche ich jetzt noch für irgendwas Wasser? Nein. Ich brauche jetzt für nichts mehr Wasser. Ich brauche tatsächlich für nichts mehr Wasser. Weil die Hydroponic Farms gehen mit... Doch, ich brauche für Microbe Masher brauche ich es noch. Oh, Mist, jetzt habe ich schon abgerissen. Ich Esel. Dann bauen wir halt wieder hin. Ist egal. Unreachable Food, von wegen. Okay. Okay, ich würde sagen, für den ersten Abend gar nicht schlecht. Ich nehme mal für nächste Woche vor, dass ich da irgendwie mal rauskomme aus meinem Nest. Ich brauche Granit am besten. Und ich brauche vielleicht Wasserversorgung und ich würde gerne irgendwie das CO2 verarbeiten. Aber das Ganze sehen wir dann nächste Woche. Ich kann das Wasser hernehmen und verwenden. Das ist super. Achso, das brauche ich noch. Elektrolyse brauche ich noch. Liquid Filter. Er produziert jetzt was? Oxygen und Hydrogen. Okay. Das heißt, ich leite da jetzt Wasser rein. Ich muss immer noch schauen, wo ich die Pumpe platziere. Richtig. Ich würde sagen, hier. Scheiß drauf. Ich platziere hier die Pumpe. Scheiß drauf. Oder wir lassen das erstmal. Brauche ich noch ein Waschbesen? Das ist halt die Frage. Reicht es nicht? Schauer. Ich probiere das jetzt mal, ob ich das vielleicht weglöschen kann. Das Problem ist, es gibt hier verschiedene Räume. Wenn man bestimmte Art von Gegenständen in den gleichen Raum reinpackt, dann bekommt man da Boni und irgend sonst was. Mess Hall brauche ich auch noch. Ich habe immer noch nichts, wo ich essen kann. Würde ich hier machen. Food. Micro Masher Farm Teil, wo ist Mess Hall? Ich glaube, es ist Furniture. Mess Table. Mess Table? Ist Mess Table? Farm Teil. Mess Table, okay. Provides an Eating Area. Zack. Zack, zack. Wie groß darf der sein? Die Messehalle? 64 Teils. Okay, das sind. Das sind 56 Teils. Das heißt, ich muss wahrscheinlich abtrennen. Ich muss zwei Messhalls machen. Oder die müssen einfach nicht alle. Guck mal, die Lampe brennt jetzt auch. Das passt. Wasser brauchen die halt da. Okay. Also das funktioniert nicht. Also warte ich lieber, bis ich meine Hydroponik-Teils habe. Also sage ich hier erstmal Cancel. Und sagt vorerst Mealwood. Cancel. Mealwood. Uproot. Uproot. Cancel. Mealwood. Cancel. Mealwood. Das Problem ist natürlich, wenn ich kein Essen habe, dann nehmen die natürlich Mealwood her, ja? Um was zu essen. Obwohl ich es eigentlich besser verarbeiten sollte. Okay, ich brauche nur noch Wasser. Wasser. Liquid Pipe. Hier habe ich Wasser. Theoretisch müsste es funktionieren. So. Chaka. Das heißt, wenn das fertig ist. Guck, hier übrigens das Bild. Hier das Bild.
ein Bild davon. Okay? Ich reiße es mal wieder ab. Und ich lasse es einfach mal stehen. Es gibt nämlich... Wenn ich den da hinpacke. Okay, pass mal auf. Ich warte jetzt, bis sie das fertig bauen. Und dann packe ich mal den Elektrolyser dahin. Und versuche... Ist auch bescheuert. Das ist auch bescheuert. Weil ich dann das Hydrogen habe. Das nervt. Das nervt voll. Mann. Da muss ich das hier irgendwie gebacken kriegen. Dann muss ich irgendwie was finden, wo ich mein Hydrogen reinleite. Hydrogen ist Wasserstoff. Wasserstoff geht nach oben. Wasserstoff zieht nach oben. Moment, Wasserstoff zieht nach oben. Schaffe ich es irgendwie so zu platzieren, dass ich hier so eine Wasserstoffblase machen kann? Schwierig, schwierig. Außer ich würde es irgendwo hier oben fangen. Könnte ich auch machen. Auch kein Problem. Komm, wir machen das mal. Wir machen das mal. Ich weiß nicht, wie viel Wasser das jetzt wirklich braucht, effektiv. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Scheiß drauf, ich probiere es aus. Copper Ore haben wir noch? 11 Tonnen, sehr schön. Außerdem haben wir hier noch genügend Copper. Passt auch. Wie gesagt, im letzten Spiel ging mir Copper aus. Da ging mir echt alles aus. Ja, alles. Durch die Bank. Aber jetzt, toi toi toi, ich habe ein leichtes Gefühl, das läuft ziemlich gut. Gerade. Vor allem macht es voll Spaß. Außerdem, dass ich kein Essen habe hier. Ich meine, je größer man wird, desto mehr Aufgaben müssen die Klone natürlich machen, ja? Die müssen überall bauen, die müssen überall Sachen beliefern. Zwei Klone fallen komplett weg, weil sie kochen. Dann habe ich noch einen Klon, der nur forscht. Ja, und der Rest ist noch da, um irgendwelche Sachen aufzuwischen und irgendwo was zu bauen. Also, es zieht sich jetzt schon ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich schauen, dass ich jetzt demnächst den Sauerstoff reinkriege. Und zwar gewaltig. Meine Güte, unbreathable. Hier oben auch. Hier ist auch kein Sauerstoff. Eieieiei. Temperatur? Passt. Hier hat es 25 Grad. Gut, da ist auch 27 Grad. Okay, da ist auch... Da ist ja auch mein Kohlegenerator drin. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Nur ist halt mehr Physik drin und weniger Zufallsevents. Aber es ist noch Early Access. Also es ist noch nicht fertig, das Game. Und im Hauptmenü siehst du so einen kleinen Balken. Da steht dran, wann das nächste Update kommt. Das nächste Update kommt in, ich glaube, 6 Tagen und 3 Wochen. 3 Wochen und 6 Tagen, glaube ich. 3 Wochen und 6 Tagen. Bin mir ziemlich sicher. Building Lex Resources. Alrighty. Okay, endlich wird das fertig gemacht. Die Steine fallen natürlich auch runter oder Sand fällt runter. Also es ist wirklich ziemlich gut simuliert. Und mich würde echt interessieren, ich meine, jedes Gas hat ein unterschiedliches Verhalten. Ja, es gibt leichte Gase, es gibt schwere Gase, ja. Es gibt Verdrängung, es gibt Druck. Mess Table. Mess Table? Ist Mess Table? Anteil. Mess Table, okay. Provides an Eating Area. Zack. Zack, zack. Wie groß darf der sein? Die Messehalle? 64 Tiles. Okay, das sind 56 Tiles. Das heißt, ich muss wahrscheinlich abtrennen. Ich muss 2 Messhalls machen. Oder die müssen einfach nicht alle... Guck mal, die Lampe brennt jetzt auch. Das passt. Wasser brauchen die halt da. Okay, also das funktioniert nicht. Also warte ich lieber, bis ich meine Hydroponik-Tiles habe. Also sage ich hier erstmal Cancel und sage vorerst Mealwood. Cancel Mealwood. Uproot. Uproot. Cancel Mealwood. Cancel Mealwood. Das Problem ist natürlich, wenn ich kein Essen habe, dann nehmen die natürlich Mealwood her, ja? Um was zu essen. Obwohl ich es eigentlich besser verarbeiten sollte. Okay, brauchen wir noch Wasser. Wasser, 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 Wasser. Liquid Pipe. Hier habe ich Wasser. Theoretisch müsste es funktionieren. So. Chaka. Das heißt, wenn das fertig ist. Guck, hier übrigens das Bild. Hier das Bild. Ein Bild davon. Okay?
Ich reiße es mal wieder ab und ich lasse es einfach mal stehen. Es gibt nämlich mehrere unterschiedliche Bilder, ja. Je größer der Künstler ist, also je besser der Künstler ist, desto besser macht er das auch. Aber wir haben hier noch einen Job. Jobs-Dingens-Dongens, das ist wie ein RimWorld auch. Ja, das ist wie ein RimWorld auch. Das heißt, man kann einfach sagen, welche Leute bestimmte Sachen machen. Ich habe hier irgendwo... Wo ist denn mein Artist hier? Wieso machen alle anderen stoppen das nicht? So, die müssen nämlich alle kein Art machen. Wenn dann nur Ellie? Egal. Wenn dann nur... Ari, genau. Art ist Kunst, richtig. Genau, richtig. Das entspricht genau Kunst in RimWorld. So, passt. Wenn derjenige dann Zeit hat, dann macht er das. Wie sieht's aus mit Sauerstoff? Schlecht. Ganz schlecht. Oben kann man kaum atmen. Oben kann man kaum atmen, Mann! Ich muss da durchgraben. So sieht's aus. Ich muss da durchgraben und muss hier wieder Platz machen. Ja, die kommen da hin. Oder? Ist das ein Sandstone? Muss ich das sagen? Granit. Oh, stopp. Moment. Ich kann da Granit machen? Moment. Ich kann Granit machen. Moment, kurz sweepen. Ich brauche übrigens auch langsam ein zweites Lager. Mein Lager wird verdammt voll. So, also nochmal. Dekor. Man kann auch in den verschiedenen Materialien, wie du gesehen hast, bauen. Ja, ich kann aus Obsidian bauen. Ja, ich kann es aus Ingenious Rock, was auch immer. Aus Granit. Und aus Sandstone machen. Granit hat aber Dekor plus 20%. Das heißt, ich baue es aus Granit. Ein Bild aus Granit. Sehr gut. So, passt. Food Shortage. Ach, das nervt mich so ein bisschen. Habe ich keinen Strom? No Power. Wasser habe ich noch ein bisschen. Coal habe ich auch noch. Strom für einen Generator. 9,7 Tonnen Algen, das ist okay. 102 Tonnen Dirt. 600 Kilo Fertilizer. Nur Essen fehlt nach wie vor. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller jetzt. Dann growing. Domestic Growth. 3 Cycles. 3 Tage, bis die voll sind. Was bekomme ich dann? Dann bekomme ich wie viel raus? Hier steht's. 800 Kalorien. Aber vom Meal Lice kann ich Lice Loaf machen. Und Lice Loaf hat wiederum 1000 Kalorien. Okay, kann ich das vielleicht priorisieren? Würde der dann... Macht er das dann gar nicht? Ich glaube, der macht das dann gar nicht. Scheiße. Dann muss ich das erstmal dauerhaft machen. Vielleicht brauche ich auch noch einen zweiten. Ja, das in RimWorld passiert das tatsächlich. Aber pass mal auf, das ist nämlich das Allercoolste. Erstmal die Animation, wie die das machen. Ja, und dann pass auf. Okay, es dauert ein bisschen. Du kommst dann halt das Kunstwerk anschauen. Das ist super geil. Super geil. So, also hier ist tatsächlich unbreathable. Das passt. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Warum ist hier so viel CO2? Wie kriege ich das CO2 weg? Müsste vielleicht doch nochmal ein Eigenterrarium einfach mal hinstellen. Hier und hier. Da habe ich schon eins. Das ist egal. Dann brauche ich da keins. Innen. Hier im Gang könnte ich eins hinstellen. Lass ich aber jetzt. Ist egal. Komm. Was können wir noch researchen?